Hallo, ihr werte Freunde, und willkommen zurück zu einer weiteren Runde Rivals the Horse. Wie man schon am Hauptmenü sehen kann, läuft hier die kleine Temporary Jane mit ihrer Mama rum. Und die Zeit ist jetzt nun fertig. Und wie ich würde sagen, wir schauen doch mal, wie die kleine süße Maus in Groß aussieht. Und dazu gehen wir einmal in den Pferdestall und in die Pferdebox. Und dann würde ich sagen, wir holen sie ab. Ja, sie hat Maximalwerte, wie man sieht. Also jetzt 44, 45, 47 sogar. Und die Erbellung ist vorhanden, aber sie ist ein bisschen verbleicht leicht, aber auch zum Teil ein bisschen verwaschen, finde ich. Also ist normal bei manchen Erbellungen, wenn man das Pferd groß macht, dann sieht sie eben normal so aus. Wieder die schwarzen Füße, der Stiefel ist sogar noch vorhanden. Und dann würde ich mal sagen, gehen wir mal kurz in die Anpassung, weil jedes Pferd hat bei mir eine Nummer, damit man das Pferd erkennt. Und die gute Maus hat das jetzt eben nicht. Da haben wir sie nochmal. Satteldecke Nummer 3. Gut, sie hat auch keine Schallklappe. Dann würde ich sagen, schauen wir uns mal kurz die Mausi an nochmal in groß. Also am Hals ist die Erbellung definitiv verwaschen, sieht man. Hier sieht man das. Sie hat eine Distanz von 1400 Meter, ein festes Geläuf und sie liebt es gerne vorne. Jetzt gehen wir mal kurz auf den Stammbaum und hier sieht man es. Die ersten zwei sind einmal ein etwas dunkler brauner und einmal einen kastanienbraunen. Und so ein Schoko und ein Kastanienbrauner. Mit einem braun geäppelten und einem leichten Fuchs. Das ist ja meine Hexagon gewesen. Und die beiden Eltern. Das ist, also hier sieht man Crystal Decker sogar nochmal. Also hier sieht man es, diese goldene. Das ist meine Crystal Decker gewesen. Decker Crystal besser gesagt. Und dann diese zwei hier gemischt. Und es kam definitiv eine Mischung zwischen dem hier und der Farbe mit raus. Also hier nochmal What Rocket. Apropos. Ja, dann ist ja, wo ist er denn? Dass man es jetzt mal genau sieht. Hier, jetzt sieht man es nämlich genau. Wie schon mal gesagt, im letzten Video war das hier und der war schwarz. Jetzt sieht man, er ist weiß. Er wurde aus einem Schokobraunen gezüchtet mit Crystal Dagger. Also Crystal Decker war ja eigentlich die erste Partie für diesen Hengst, war mein Zuchthengst. Und diese zwei, Basket Pirate war meine erste Stute. Die zwei habe ich gedeckt, damit ich Crystal Decker bekommen hatte. Und ich habe den Sohn quasi, weil das ist ja der Sohn von der Crystal Decker, mit der Mutter selber decken lassen. Könnte man so sagen, also und habe dadurch dann halt diese weiße Fellfarbe hinbekommen. Im Fachsprachlichen heißt es eigentlich Inzucht, aber das Spiel nimmt es einem sogar nicht übel. Das finde ich zum Teil gut. Jetzt gehen wir. Okay, ich muss kurz etwas im Lagerhaus verkaufen. Oh Mann. Mein Trick für das hier, wenn ihr so viel habt, verkauft maximal 4 von Werkzeugen. Die werden euch nachher sowieso wieder nachgeschmissen. Dann gehe ich mir kurz noch die Belohnung hier abholen. Das mit dem Gratis-Shop, das mache ich jetzt nicht, weil wegen Copyright-Verletzung, wegen den Videos, wir gehen in die Anfängerliga, in die erste Rennkategorie. Und dann suchen wir einmal die gute Maus. Hier ist sie schon mal. Und jetzt sieht man hier diese violetten Werte. Ja, Nachteil am Handy. So, nochmal hier die violetten Werte. Also hier sieht man es so.
Und im Rennmenü sieht man es einmal so. Sie hat eine Gewinnquote von 3,60. Das ist sehr gut. Und nein, wir werden diesmal nicht reiten. Also nicht selber reiten, sondern ich lasse diesmal reiten. Und ich hoffe, der Jockey ist gut, weil ich habe mich beim letzten Video, glaube ich, irgendwie blamiert. Gerade wegen diesem Jockey. Und jetzt habe ich wieder diesen Taubenback-Sound. Startbox 5. Waiting for the start at Three Oaks. Temporary change is where all the money is in this race. Also der Kommentator sagte gerade, dass unser Pferd die beste Chance auf das Geldpreis hat und wir sehen uns danach. And they're racing. Temporary change is off to a fabulous start. Hunters would be happy with themselves early. Brass Beagle is fast on the inside. Then as the race moves on, it's temporary change. On the inside, it's Brass Beagle, trying to beat back Monday's Touch. Stride for stride with unfading aftershock. Temporary change at the head of affairs. Brass Beagle in second position, just behind it's Blizzard Brawn. Wonderful Pride, moving forward now, neck and neck with unfading aftershock. Pounding down the course, it's temporary change. Blizzard Brawn is coming with a huge run. Wonderful Pride, sprinting fast along the rail. Temporary Change, the leader. Blizzard Brawn wants the front. One length behind, it's Brass Eagle. Temporary Change, maintaining the prime spot. Blizzard Brawn in second spot. In the straight, it's Temporary Change. Temporary Change, first at the line, just beating Blizzard Brawn. Third at the line, Wonderful Pride. Melde ich mich jetzt mal wieder zurück und nein, danke. Ich schlage das generell aus. Und zwar hat Temporary Chain tatsächlich eine sehr gute Gewinnquote gehabt und sie war relativ sehr, sehr schnell und stark. Was ich gut fand, das heißt also, diese Maus wird auf jeden Fall wahrscheinlich im Stall bleiben und ich werde jetzt mal schauen, ob ich die Möglichkeit habe, mit ihr zu züchten, aber ich hoffe jetzt nicht mit meinem eigenen, weil der ist ja der Vater von der Mausi. Wo haben wir denn die Mausi? Wir haben jetzt hier Temporary Chain. Mit ihm könnten wir decken. Das wäre sogar eine gute Partie. Ja, die Werte sind jetzt halt 44, 44, 44 zu 43, 44, 45. Also da werden die Werte Standard gelassen. Und da wir nehmen den hier. Habe ich noch was anderes? Ja, doch, Nebula, Nebula und der Kollege hier. Hexagon und der Kollege wären gut. Die zwei könnte ich mal machen. Oder ich gehe auf. Jetzt gucken wir mal. Der hat die guten Werte. Der hat 46, 47 und 48. 41, ja, mit der kann ich nicht züchten, da fehlt mir wahrscheinlich ein, ja, mir fehlt ein Standardgetreide, das war klar. 47, 47, 45, ich werde jetzt den Pappenheimer hier, also den Kollegen, mit dieser schönen Maus hier decken. Und dann würde ich sagen, dass Abfohlen und das Fohlen, wenn es dann da ist, würde ich sagen, gucken wir dann danach. Dann würde ich mal sagen, gehen wir noch mal kurz in ein Rennen hinein. Wir gehen diesmal in den hier rein. Und dann werde ich euch einmal Anorak Area zeigen. Das ist diese Maus hier. Meinen Champion. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich jetzt wirklich den hier einsetzen soll. Aber wisst ihr was? Nö.
Da ich letztes Mal mit dem Pech hatte mit so einem hohen Rennen, reite ich jetzt selbst. Also das ist dann quasi der krönende Abschluss mit Anorak Area. Jetzt gucken wir mal, welche Startbox wir... Und es ist wieder meine gehasste Box Nummer 7. Ich mag diese Position nicht. Excitement building here at Parsons Valley. Anorak Area, the favorite in an interesting lineup. Also wir sind ein interessanter Favorit dieses Mal. Und dann wollen wir mal gucken. Ich melde mich nach dem Rennen wieder. Ich würde mal sagen, unser Rennen war doch eigentlich relativ eindeutig. Okay, es war jetzt nicht das Rennen, wo sie normalerweise standardmäßig läuft, aber da sieht man mal, Anorak Area hat es drauf, die Maus. Und dann würde ich mal sagen, beende ich mal wieder das Video. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Wenn ihr übrigens neu auf dem Kanal seid, ihr könnt gerne ein kostenloses Abo da lassen. Würde ich mich sehr darüber freuen, über jeden Abonnenten dazu. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben. Und wenn ihr mehr sehen wollt oder Fragen habt an mich selber, schreibt es doch gerne unten in die Kommentare.